der Dyson V15 Detect Absolute. Das neueste Modell von Dyson. Da hinten kannst du einstellen verschiedene Modi, dann läuft er länger oder weniger lang. Was der auch noch hat, der heisst jetzt ja Detect, der tut dir die Staubpartikel, die du einsaugst, analysieren. Er sagt dir dann so und so viele grosse, mittlere und kleine Staubpartikel. Für was das brauchst, habe ich nicht herausgefunden. Ich zeige euch jetzt schnell, wie das geht. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Tee mache und aus Versehen mir das Teesäckchen verreisst. Oh nein! So blöd! Darf ich dich bitten? Wenn ich jetzt hier drüber fahre, sehe ich jetzt sehr genau die Partikel. Wenn du das nicht willst, kannst du auch einfach easy hier abstellen. Aber ist schon geil, ein Laser. Diese Düse, das ist die grosse, das ist die, die auch auf Teppich etc. geht. Die hat es auch, die hat einfach den Laser nicht. Wenn man irgendwie nicht weiss, wie Mikrowellen-Popcorn geht. Oh nein! Oh shit! Oh fuck, das ist natürlich voll mit irgendwie Butter oder so. Es hätte besser sollen wirken, als es jetzt gewirkt hat. Leck mal Arsch! Weißt du, was Liebe? So, der Sound, dass du. Warte, was ist das schon? Was Liebe ist, so der Sound, wenn du merkst, dass etwas ins Rohr reingeht beim Staubsaugen. Das ist das so befriedigend nicht. Übrigens muss ich den wieder zurückgeben an den Heissen. Es hat dann eben noch hier die. Das ist die kleiner für Möbel. Das ist jetzt hier. Das ist auch noch mal eine Bürste. Auch das ist noch mal eine Bürste. Mit dem schaffe ich da vielleicht noch. Ja. Boost Mode! Ich bin schon voll verschwitzt. Ja. Sorry, Dyson. Der Akku, der ist da rein. Das Teil ist recht schwer. So. Und wenn du länger als etwa eine Viertelstunde mit dem Stab saugst, ist es wirklich so, dass mir das Handgelenk wehtun kann. Er ist wirklich schwer. Das Problem ist auch, dass er so ein Pistolending hat, oder? Und du darum immer musst drauf bleiben. Du kannst ihn nicht einfach saugen lassen und dann da loslassen, sondern verkrampfst du immer so ein bisschen den Finger. Dyson V15 Detect Absolute. Sicher einer der besten so Stick-Staubsauger. Das mit dem Laser ist brauchbar. Das mit der Partikelerkennung da hinten ist eine absolute Spielerei. Das bringt dir eigentlich wirklich genau komplett gar nichts. Aber wenn du Geld hast, um 779 Stutz auszugeben für einen Laserstaubsauger, der den Partikel misst, mach's. Schon easy. Schon cool. Ist wirklich geil. Ich würde, wenn ich gratis könnte, wenn ich könnte behalten, würde ich behalten.